Okay, ja, erste Map. Was ist unser Plan? Yucatan. Man startet mit mehr Nahrung. Also um dein Dorf drumherum. Du hast, glaube ich, drei Schweine. Du hast einen dicken Batzen von Rehen. Dementsprechend sind Mongolen das stärkste Volk. Das wird ich erwarte ich geht eher und das würde ich da würde ich auch hingehen wollen. Also du meinst doch, er trollt nicht so ein bisschen, ja? Glaub mir, also ich glaube, das ist halt wirklich eine enge Kiste hier und hier wird, glaube ich, wenig getrollt werden. Okay. Du da, du sitzt Ja, aber im ich habe mich spannenden halt Wohlstand. wirklich null vorbereitet, ne? Weil ich dachte, es wird hier ein Showmatch. Ja, Aber ja, okay, dann rasieren wir heute. Okay. das ist mein Plan. Dann nehme ich jetzt auch Mongolen. Nee, wir dürfen halt nicht das gleiche Volk nehmen. Ach so, ja, dann nehme ich irgendwas, was Azteken oder so. Irgendwas No-Brainer. Was halt Ja, so lass halt überlegen. für. Wir müssen halt überlegen, wo Azteken, ob Azteken nicht gut sind, zum Beispiel auf Dunkler Wald. Und vor allem, Sogar was ist besser eine sein. Schwäche von Mongolen? Dann gehe ich einfach darauf. Das überlege ich auch. Genau, das finde ich eine sehr, sehr gute Überlegung. Ich kann vielleicht einfach so Trash-Units pumpen, dann vielleicht doch Ungarn. Warte mal, ist Ja, ich Yucatan finde. scheiße mit Scout Rush? Ich glaube, Ungarn sind ziemlich gut. Ja, er wird sich zu einfach mauern können. Mhm. Also ich werde versuchen, ihn viel zu erkunden. Geh mal auf Ungarn. Ja. Und was halt sehr gut sein könnte, auf der Karte gibt es relativ wenig Gold. Ja. dass du, Ja, meine genau, mehr auf Husare Burg-Units. kommst. Ja, Genau, ja. deine ungarischen Husare wären Ja. halt richtig gut. Aber das ist halt eher was für deutlich später. Warte mal, geht ja heute um 250 Tacken, ne? Wir haben Ja, uns geeinigt, jeder kriegt einen Fuffi das zählt ja und dann auch in E-Sport-Earnings rein, oder? auf jeden Fall. Okay, dann bin ich dabei. Dein StarCraft 2. StarCraft, dein E-Sport Earnings, ja. Ja, ist ja Gratis fast das Spieler gleiche wie frei. StarCraft 2. E-Sport-Earnings allgemein. Ja, ich war gerade ein bisschen Brainbug. Ich habe hier gerade die Einladung von einem deiner Moderatoren gekriegt zum Squad-Stream und da war ich kurz überfordert. Ach so, nice. Oh, krass, das geht. Scheinbar. Krass. Warte, aber da können wir doch. Ah, nee, Viper ist ja nicht Twitch. Nicht mehr. Wenn ihr gewinnt, lege ich 50 drauf. Mods, merkt euch mal den Typen da. Ja, gab es mehrere, die das geschrieben haben, Hanno. Also, es wäre wirklich, du hast, könntest dir ausgesorgt haben, wenn es heute richtig gut läuft. Okay, nimm mal Ungarn und dann Hab schnappen wir uns ich. einfach mal das 1-0. Ich bin bereit. Zack. Ja. Und. Warte mal, was ist denn hier 95, 96? Greift den Gegner mit Elite-Kämpfern an. Gut. Rente incoming. Überleg gerade, ich glaube, er wird es halt auch einfach. Also ich gehe davon aus, dass er Mongolen spielt, versucht schnell zu mauern und ein super passives Spiel zu spielen. Ja, ich werde mich sehr auf Eco konzentrieren und einfach versuchen, defensiv zu spielen und dann zu gucken, ne, wenn wir merken, was macht er, da halt zu reagieren einfach, weil ich glaube, Genau. ich könnte mir gut vorstellen, dass er mich halt wegrushen will immer oder halt so früh wie möglich so mich Das glaube ich irgendwie. zum Beispiel nicht. Ja, oder er fokussiert sich voll auf dich und hofft darauf, dass er dich niederringen kann, bevor ich irgendwas beisteuern kann. Ja, es kommt auch ein bisschen wahrscheinlich auf die Map an und Völker und so, aber ja. Genau. Wir starten mal. Ja, ich glaube, Es wird wenn. halt sein, Ja. dass ich versuchen muss, viel zu erkunden, wie er spielt. Und es kann halt sein, dass du trotzdem Scout rushen musst. Aber ich versuche mal zu sehen. Okay. Let's go, Hanno. YouTube-Intro, schnell. Press rein. Hallo, herzlich willkommen auf YouTube. Los geht's. Ja, Läuft doch bei wir uns. machen heute Showmatch, Leute. Gegen Viper. Viper ist der Weltbeste. Kann man das noch sagen nach dem Hidden Ja, Cup? ja. Okay. Er hat Hidden Cup gewonnen auch, Okay, ja. never mind. Er ist der Weltbeste Age of Empires-Spieler. Sofern man das so anhand von einigen Ja, Cups und. indiskutabel. Ja, Ja. okay. Und der ist im selben Team wie Nili. Nili ist auch dabei. Hallo, ihr kennt ihn ja schon. Hallo. Oh, der prügelt gerade ein bisschen. Und ja, wir machen ein kleines Showmatch. Es gab einen Typen, der hat gesagt: Jo, ihr sollt ein Showmatch machen. Ich bezahle 250 Tacken. Und dann sind die natürlich dabei.
Dann, wenn, also aus der Age of Empires-Szene, da ist man dann instant dabei, ne? So. Wo vermutest du ihn? Kann man das sagen bei der Map? Ich habe die noch nie gespielt. Okay, dann gehe ich dorthin. Nee, nee, erkunde erstmal alles von dir Ja, ich selbst. weiß, Okay. ja. Nili ist ein bisschen nervös, weil wenn er Nee, tatsächlich verliert, wirklich. wenn er verliert, ist schon peinlich für ihn, weil er hat jetzt sogar noch einen jemanden, ne, der helfen kann, theoretisch. Ja. Oh Scheiße, da habe ich. Also, um es so ein bisschen einzuordnen. Ich spiele halt auch so im weltbesten Team. Ich bin so vielleicht Nummer 35 der Welt, der beste Deutsche. Und wenn ich jetzt hier im Teamspeak mit jemandem bin, der schon ein bisschen das Spiel kann, so und halt so Build-Order probiert und halt Nicht ja, komplett wirklich mal lost ein bisschen ist. was gespielt hat, Ja. dann ist es schon eine Schmach, die ich mir jahrelang im Team anhören darf, wenn wir das verlieren. Aber das Schöne ist, das ist für mich nicht relevant. Ja, ich habe hier quasi nichts zu verlieren. Das ist ganz toll. Was war jetzt? Ah ja, Borleur, Alter. So. Ja, ich habe hier ganz schön viel Gänse, ne? Also, das ist schon Ja, krass. genau. Das ist wirklich richtig, richtig viel Nahrung. So. Ich versuche ihn mal zu erkunden. Oder ich spiele einfach eine harte Aggression und du spielst Fast Castle hinterher. Kannst du, traust du dir Fast Castle zu? Ja, nee. Doch. Okay. Na, weiß ich nicht. Aber das lief jetzt schon alles nicht so gut hier. Okay. Klingt nicht toll. Haus für 15 nicht vergessen? Ja, habe ich schon, habe ich schon. Hat er schon, okay. Ja, nur der Eber ist jetzt ein bisschen nördlich gelandet. Aber das passiert den Das Besten. passiert, das passiert. Kein Dorf von der verloren ist Ziel Nummer 1. So ist es. Ja. Genau, also Kumanen hat er jetzt, ne? Besonderheit von Kumanen, die können in Zweites Feudalzeit. DC bauen. Genau. Und die haben Steppenreiter, auf die er wahrscheinlich versuchen wird zu kommen. Und die haben so ähnlich wie Mangudais Einheiten, Kipchaks nennen die sich. Die schießen so mehrere Pfeile auf einem Pferd. Ja. Okay. Ziemlich gute Einheit, auf die er wahrscheinlich versuchen wird zu kommen. Ich muss jetzt mal hier meinen zweiten Eber finden. Ach, da. Okay, also er ist hier. Ich glaube, er versucht schon zu mauern. Ja, er mauert komplett. Okay, geh nicht auf Scouts. Okay. Nee, 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 er ist komplett gemauert schon. Seine Mauern haben auch 50% mehr Lebenspunkte. Genau, also einfach ganz normal Fast Castle. Und Okay. dann schauen wir, was er danach spielt. Da ist ja viel Wald, ne? Ja, genau. Es ist wirklich einfach auch zu mauern, die Karte. Da ist noch ein Eber. Krass, wie viel Eber man hier hat, Drei ne? Eber, acht Rehe. Ja, heftig. Ja, also ich werde jetzt einfach im Laufe dieses Showmatches viel akzeptieren, dass ich sacke. Versuche deswegen nicht zu tilten, weil ich werde einfach dadurch, dass ich ja Fehler kenne, aber jetzt einfach nicht in Übung bin, da viel Frust verhindern und Oder einfach du mich aufs wächst über dich hinaus. Wesentliche fokussieren. Oder das, ja. Das wäre so mein Traum. Ja, aber erstmal muss im Score. Was? Achso, nee, der mauert. Das ist ja auch ein bisschen suspicious. Gut. Gut, Jutebrot, Jutegatter. Okay,
Keine Sorge, ich glaube nicht, dass er auf Armee geht. Das ist nur, um sein zweites Dorfzentrum zu bauen. Ich mache mir keine Sorgen, Nili. Heute nicht. Ja, er baut schon, also ich bin mir ziemlich sicher, dass er ein zweites Dorfzentrum gerade baut. Okay, dann wird er eine ganz gute Wirtschaft haben. Mhm. Aber... Boah, ich werde es halt auch relativ greedy spielen hier. Fast Castle, ja. Genau, Fast Castle. Also keine Einheiten bauen, bevor du Ritterzeit kommst. Ja, wie... Das war mit 27 S-Feudel, ne? Oder so. Ja, das ist so alte... So ein bisschen wie Arena-Spiel, ne? Fast Castle. Ja, genau. Ja, das ist sehr lange her. Schauen wir mal, ne? Mit dem Fast. Okay, also er probiert 100% zu spielen hier. Wirklich, also er hat hier schon richtig, richtig miese Moves gemacht. Mhm. Hat so meine Schafe getötet und sowas. Pass auf, da auf. Ja, ja, ich war da schon, hab da schon Lucky Lucky gemacht. Okay. Benutzt deinen Speer. Ja, der kommt schon. Genau, du, nach hinten brauchst du nicht mauern. Ich mauer mal für uns da. Bisschen zur Sicht. Genau, schick mal deinen Speer dahin zum Abfangen. Kannst du einen dahin schicken, aber du brauchst nicht so viel mehr Mauern. Mhm. Du hast ein paar Untätige hier. Ja, ich sehe das. Danke. Gut. Oh, da machen wir schnell die Mauer zu. Ja, ist zu. Ja, perfekt. Er läuft halt schneller mit Kuman. Kämpft mit dem Dorfwohner zurück. Perfekt. Also, das trappen, ist. Das, trappen, genau. Das ist. Perfekt. Nein! Ich hab's verkackt. Nili, da brauche ich ein bisschen mehr Performance jetzt auch von dir. So. Ich glaube, er will jetzt erstmal in Führung gehen und dann auf entspannt vielleicht ein bisschen trollen. So, weißt du? Das glaube ich. Ja, ich glaube nicht, dass wir dazu kommen. Okay, verfolgt. Nee, ich verfolge ihn schon auch mit. Ja, ist okay. Okay, perfekt, ich muss jetzt perfekt mal ein paar Sachen machen hier irgendwie. Ja, das ist alles... Ja. Das muss eher dahin. So. Eieiei. Okay, sehr gut. Mit deinem dritten Speer mal so dahin stellen. Das wäre so das Beste, was man machen kann. Mhm. Ich versuche das mal. Okay, er hat meinen Scout eingemauert hier. Ja. Genau. Kannst du patrouillieren, Hotkey? Ja. Also. Q. Der Traum, glaube ich. Ich habe viel zu viel auf Holz die ganze Zeit, deswegen komme ich hier nicht voran. Es ist sehr doof gelaufen. Genau, du hast hier noch einen Eber stehen, ne? Mhm. Ansonsten im Markt ist einfach ein bisschen was verkaufen. Ja. So, dann gehe ich jetzt auch Ritterzeit.
bisschen spät. Ja. Achtung, hier geht er mit vor mit Dorf runter. Okay, das werden Stepletter. Okay, schick deinen Scout da hin, bitte. Mhm. Dann müssen wir schauen, was passiert. Haha. So. Geht doch mit drauf da. Ja, er macht da Sachen. Genau, weiter. Auf gar keinen Fall deinen Scout verlieren. Mhm. Er versucht da weiter zu erkunden. Wo er ist, was er macht. Ja, ich glaube, er baut da ziemlich genau Sachen. Das ist irgendwie auch gefühlt. Okay, da macht er Stelle. Mhm. Ja, gegen die Kipchaks sind doch die Speerleute, der Speerwurfleute ganz gut, oder nicht? Nee. Okay. Also ich glaube, wenn mein, mal so rum, wenn mein vor 2 Monaten riges Ich mich jetzt sehen würde, würde es, glaube ich, Aggression bekommen. Aber ansonsten läuft es ganz gut. Er baut Deadlancer. Ich versuche hier mit Steinmauern. Okay, was soll ich bauen? Behalten. Was soll ich bauen? Boom einfach weiter. Okay. Und jetzt 2, 3 Dorfzentren. Okay. Keine Armee bauen. Oder er kann dich auch schon angreifen. Mach mal hier Steinmauern hinter, wenn du kannst. Mhm. Gut, ich habe nicht so viel Stein, aber das können wir jetzt ändern. Ja, mal gucken. Ich würde da Häuser hinterbauen. Geht das auch? Mach mal Steinmauern wirklich. Okay. Er kommt gleich, ja, er kommt schon bei mir. Okay, du musst auf jeden Fall. Okay. Kann ich hier vielleicht einen Turm bauen? Nee, mach keinen. Also. Okay, er ist weiter nach hinten durchgerannt, ne? Ja, er ist mir durch. Mhm. Okay, ich versuche weiter zu boomen und Sachen zu machen. Oh, ist mein Akku gleich alle. Scheiße, Bruder. Ich schicke einfach mal die Truppen, die ich jetzt aus Panik gebaut habe, zu dir. Okay. Ansonsten.
Nee. Da. Ja, schaut schon sehr schlecht aus hier. Kämpfen? Ja. Ja, ich glaube, wir haben es verloren. Ja, aber davon lassen wir uns nicht entmutigen. Ist ja ein Best of Five. Ich schicke nochmal was. Sollte ich lieber noch sparen oder jetzt all in mit Truppen rüber zu dir? Du hättest einfach die ganze Zeit keine Armee bauen dürfen. Hm. Okay, ist das Spiel. Kein Problem. Ja, ich... ja. War jetzt ein gutes Aufwärmmatch für mich. Wir schauen uns mal an, was... ja, das ist natürlich... Ja, also ich bin auch ganz ehrlich, ich war ziemlich lost, aber es kann ab jetzt nur noch bergauf gehen, von daher ist das in Ordnung. GG. Ich mach wieder auf. Ja, gerne. Ja, dieses spontane Fast Castle, Meanwhile, Mauer, deswegen ist jede Einheit, die du baust, bringt ja nichts. Ja. Meanwhile starten die Mods bei mir eine Abstimmung, gewinnt Henno und ist einfach 55% nein. Danke, Leute. Achso, hast du mich eingeladen? Sorry, ich hab nicht. Es geht immer noch so, nicht, aber okay. Jetzt mache ich es ja. Ja, also ich bin ehrlich. Ich glaube, ich sollte jetzt einmal kurz versuchen, mal hinzuhalten, ja? Ich schaue mir jetzt dieses Fast Castle nochmal an. Das ist mit 27 Leuten Feudel, richtig? Man macht wir vier. Jetzt kannst du Scout rushen. Okay. Aber theoretisch wäre das ja... Wir hatten jetzt Magier schon verkackt, ne? Sechs, aber ja, egal. Sechs ja. Sheep, vier Wood, Boar, sechs Bären, richtig? Vier Bären. Vier Bären. Ja, ja. Ja. Dann nochmal vier of Wood, richtig? Bei Fast Castle, nach Bären. Sag nochmal, wie viel? Also 6 Sheep, 4 Wood, 4 Bären. Was dann? Also dazwischen der Boar, klar. Nach dem Bären? Nach dem Bären einfach alles auf Schwein so. Ja. Okay, und dann mit 27 hoch. Ja, finde ich ganz gut. Ja, 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 ja. Gut. Und aber wie gesagt, jetzt ist erstmal Scout Rush. Ja, ja, okay. Ich glaube, also ich werde mal Azteken gegen ihn spielen. Soll ich mal Hunden spielen? Hunden finde ich ganz gut, ja. Weil dann brauche ich auch nicht an Häuser denken, das ist eh so eine Schwäche. Ja. Ich wechsle mal eben meinen Headset-Akku, Sekunde, geht ganz schnell. Ja. Ach ja. Ja, aber ich habe mir das damals schon gedacht, ne? So, wo ich in der Blüte meiner Karriere war, da hat keiner sich getraut, mich herauszufordern. Und jetzt kommen sie auf einmal hier um die Ecke geschissen, ne? Die Viper dieser Welt. Das ist halt typisch. Aber was willst du da machen, ne? So, wer ist Fido Game?
Wird das jetzt hier auch noch gecastet, Alter? Nee, 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 nee. Feuer macht einfach ready. Kommt so rein, ready. Ja, ja, war vorhin auch so. So, prepare to die. Übrigens sind doch nur 200 Euro statt 250 Euro. War ein bisschen verwirrt. Ja, ein bisschen weniger Stress, ne? So. Weniger Druck. Okay. Nimm mal Team 2. Ja. Du hast Hunden, ne? Ja. Ach, Gottchen. Errichte beim Leuchtsignal einen Marktplatz. Ah, schön. Schön. So, Abfahrt. Okay, er spielt Sarah 10. Hä? Ich wollte gerade richtig Häuser pumpen. Okay, also er wird versuchen, mit Bogenschützen zu verteidigen. Ja, der kommt da gegen mich nicht an, bin ich ehrlich. Okay. Das kann er versuchen. Genau, ich werde mit Wertkämpfern versuchen, viel Druck zu machen, dann mit Planklern hinterher. Und wir versuchen. Ich glaube, das ist schon vorher vorbei. Okay. War gerade einer einquartiert. Ich bin so lost. Hallo, Konzentration. Ja, es geht um deinen Ruf. Nein. Oh, 200 Euro, ja gerne. Oh nein, meine ganze... Wie nennt man das? Ehre. True. Reputation, nee, doch. Ja, die geht den Bach runter. Oh, aber 200 Euro. Ja, ich krieg ja die 200 Euro nicht mal. Er kann es alles haben, wenn wir gewinnen. Komm, da bin ich auch mal ein Gönner. Ich habe genug Earnings. Glaubst du? Ja, schon. Das kann man nachlesen. Wo denn? eSportEarnings.com. eSportEarnings. ja doch, das können wir machen. Ach stimmt, ja, das war ja in deiner ersten... Twitter-Nachricht, die du mir jemals geschrieben hast, so. Ich bin schon jemand, der Spiele dann auch sehr kompetitiv angeht. Ja, wie und dieses. Suche eher den E-Sports-Aspekt dieser Spiele. Ja. Naja. So. Nach drei. Das war jetzt. Boah. Wo ist der denn? Ach, da. Oh, jetzt habe ich den ja noch gar nicht auf. Ne? Alles gut. So, jetzt wird mal weniger geschnackt, okay? Ich probiere das jetzt mal. Okay, perfekt. Ich probiere das jetzt mal ohne albern sein. Wichtig ist doch, dass wir Spaß haben. Genau. Ach, ich kann... die ganze Zeit Häuser bauen, das ist so schlecht. So. Okay. Wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid, ne? Ah, geht noch. Ja.
Emo. M kumpi kek. Ach da! Timo, Orhatsching. Er hat schon leider eine ziemlich gute Karte. Er hat eine gute Karte. Ja, ja. Das ist nicht schlimm, das schon. Wie war denn das jetzt? Timo, empten die Church. Er ist voll in meine Hütte gerannt. Viper Scout ist down. Ist das ein Kacknoob? Was? Das ist schon sehr Viper! Was ist los mit dir? World Best Age of Empires 2 Player? What the fuck? Wie geht der nochmal Chat an alle? Down. Aber was halten wir denn davon mit dem, was war der Plan mit dem seriös spielen? Und ja, sorry. Sven, es tut mir leid. Ja, es hat mir aber jetzt ein bisschen Zeit gekostet, aber im Grunde genommen war es worth. Weil seine Reputation wurde jetzt auch mal genommen. Ich push jetzt das Deer. Es knallt schon ganz schön. Was geht ja um was? Okay, und deine Scouts? Ja, die kommen. Okay. Komm langsam Angst. Dahin wäre gut. Mhm. Aber aufpassen, dass du nicht durch das Dorfzentrum durchläufst. Okay. Okay.
Okay, siehst du ihn irgendwo? Ja. Wo denn? Nee, noch nicht. Okay, geh mal hier raus, wenn du dahin kannst, wäre gut. Mhm. Da ist tatsächlich genau, wo du gepinkt hast. Wall. Nee, mach mal da, geh mal da vor aufs Stein. Mhm. Genau, hier rein schnell. Okay, haben wir nicht reingekommen, ist okay. Ah, er geht auch auf Scouts. Okay. Ja, hier rum. Ja, irgendwo, siehst du irgendwo seine Bogenschützen? Nee. Oh, okay. Man kann ganz außen rum. Das ist ja alles ja, open, ja, Alter. Ich hab da Tower rushed. Genau. Okay. Ich würde da jetzt hin mit 5 Scouts rein. Ja, ist okay. Oh, da sind seine Leute. Dann rein durch, rein durch, rein durch. Okay. Ach, okay, nee. Ja. Hehe. Ja, genau. Machen wir gut. Hehe. Ja, Micromanagement ist anscheinend nicht seine Stärke, muss ich sagen. Der kämpft halt gerade an 4 Fronten, ne? Nee, nee. Also er ist der weltbeste Spieler, da erwarte ich mehr. Hier mal hin, die Scouts von ihm töten, wenn du kannst. Mhm, ja, komm. Ja, genau. Ich könnte jetzt auch seine Plänkler ganz gut wegmachen. Ja, Plänkler töten ist auch okay. Oh, nett, dass er. Hier so ein Scout wäre ganz gut. Aha. Kommt. Sehr gut. Alter, dranbleiben an dem C. Machen wir gut, Henno. Das ist unser Spiel. Aufpassen, dass du nicht Sachen im Dorfzentrum verlierst. Genau. Genau, da macht er gerade oben auf, da kannst du mal Dorf von der Schnetzeln. Geh aufs Tor, nur 20 Lebenspunkte. Okay. Genau, nicht zu viel ins Dorfzentrum laufen. Ansonsten aufpassen, genau, hier ist ein bisschen ein paar Truppen. Okay, ich würde jetzt mal sein Haus wegmachen.
Ja, genau, du kannst hier mit angreifen. Oh, rein. Perfekt. Rein. Okay. Okay, ja, das Spiel ist durch. Ich versuche die Sperrkämpfer zu töten. Let's go, Hedo! Unser Sieg! Ja, da verliert jetzt. Achtung, nicht ins zu weit ins Dorfzentrum. Ja. Okay, ich gehe jetzt Ritterzeit, finally. Sehr stark. Okay. Okay, dann bumse ich ihn ja jetzt mal im Süden. Ja, sehr gut. Du bist schon richtig in der Zeit? Ja. Sehr stark. Ja, dann haben wir es gewonnen. Oh ja, lol. Das ist ganz schön versneakt von ihm. Ja. GG. Deswegen hat er die ganze Zeit nicht aufgegeben. Ja. Und ich dachte so, wo ist denn sein Gold? Aber ja, da vorne. Ja. Gut gespielt, Hanno. Schönes Scout. Danke. War sehr spät, aber es war auch worth. Ich habe seine Reputation zerstört im Early Game und dann ich habe trotzdem noch wen bekommen, halbwegs zügig Scouts aufs Feld zu bringen. Okay. Basis schaut sehr gut aus. Gerne Bergarbeiterlage, ein Teil immer entfernt. Wie bitte? Nochmal, sorry. Bergarbeiterlage immer ein Teil entfernt. Vom Gold. Hast du recht. Weniger laufen. Aber er hatte, es sieht so leicht aus, wie er das defft, aber es ist halt... Allein, dass er sich da so lange halten konnte, ey. Hand of Blood feels like a different player. Is he smurfing? Is he dominating? Was? Ist das gerade ein Zitat von Viper, ja? Ja, wie gesagt, erstes Match war ein bisschen aufwärmen. Passiert. Du, ich habe in der Duo-Queue habe ich über 90% Winrate, also... Das wissen die wenigsten, aber das ist tatsächlich wahr. Ne? Okay. Wie war das in dem... Ich habe jetzt gar nicht auf Highscore und Punkte gedacht. War das auch gut? Bei dir alles überwältigend. Nice. Schick dir mal lieber den Clip, den ich gemacht habe. Also, dass der da... reinintet mit seinem Scout bei mir, ne? Das mache normalerweise ich. Ja, das hat wirklich viel geholfen, weil dann hat er am Anfang ein bisschen gestruggelt und dann konnte ich so einen Dorfwohner sneaken und dann musste er da auf das wilde Gold gehen. Gut. Ich bin ready. Oh, wobei, ja doch. Bin ich. Wir spielen Best of 5, Leute. Steht jetzt 1-1. Alter! Okay, es kommt hier gerade Jakobs Krönung reingeflogen. Das nächste Game gewinnen wir sowas von easy. Danke, Sebastian. Ja? Hast du auch vorher mal durchgespült? Wir haben Vollautomaten neu. Weißt du, was wir mal hätten machen sollen? Ich glaube, so macht man das als Twitch-Streamer und so E-Sport-Competitor und so. Man hätte mal vorher so ein PayPal
Pool aufmachen sollen, wo jeder rein donaten kann. Und das wird dann das Preisgeld, oder? Ja, hätte man, also hätte man machen können, so habe ich es ja bei NIC zum Beispiel gemacht. Ja. Ne? War jetzt natürlich nicht nötig, da wir schon was hatten. Ja. Und dann hätte ich es nämlich auch so gemacht, und das würde ich auch jetzt, naja, ich habe ja jetzt schon gesagt, Sven kriegt das, aber hätten wir so einen größeren Pool am Preisgeld, ich meine, 200 Euro ist jetzt nicht wenig, aber ne, dann hätte ich sogar gesagt, wenn wir gewinnen, geht das ans Tierheim. Und dann, oh Mann, wieso kommen erst jetzt alles in den Kopf? Team Viper, den bitte bannen. Orkut, bitte bannen. Der spammt die Hashtag Team Viper. Direkt weg mit dem, weg. Zurück nach Mixer. Viper sieht unsere X-Markierung auch? Ja, genau. Das habe ich ein bisschen komisch, dass es eingestellt war. Ja. Nee, alle hier Team Viper, bitte volle Zensur jetzt. Hallo, ich hab dich übrigens eingeladen. Okay, also bei mir leuchtet dieser Brief nicht. Hast du es über Steam gemacht? Nee, dann mach's einfach nochmal. Der leuchtet irgendwie immer nur kurz. Der blasst dann aus, wenn man da einmal nicht hinschaut. Sorry. So. Okay. Alle Timeouten, alle. So, Mods, jetzt habt ihr mal was zu tun. Alle Timeouten. Wer ist denn hier drin? Santa Claus, Alter? Ja. So, ich bin ein bisschen nervös. Geh mal ein bisschen hier einen kurzen Angstschiss machen. Und bin gleich wieder da. Ach, Angstschiss. Ich dachte, er macht jetzt einen Anschiss. Dass er irgendwem da jetzt einen reindingst. Also das finde ich mies. Ich finde das mies. Ich habe jetzt so lange kein Age of Empires mehr gebracht, ja? Und jetzt machen wir ein Showmatch gegen den besten Spieler. Wobei, letztes Match, da bin ich seitdem ein bisschen, weiß ich nicht. Aber angeblich der beste Spieler der Szene und meine Community, weißt du, deswegen seid ihr Drecksplagen, weil ihr einfach immer gegen mich seid. Arschlöcher. So. Da könnt ihr mal für mich schieren, Alter. Oder wenigstens, weiß ich nicht. Gehe weg. By the way. So, ich muss kurz hier nochmal Reputation zerstören. So. Jetzt bin ich auch ein bisschen heiß. Pam, pam, yeah. Und einlochen. So. Also, das ist halt krass. Ich habe wirklich seit 2 Monaten, könnt auf Steam nachgucken, weil mein Profil kein Age of Empires mehr gespielt. Und ich will damit jetzt nicht sagen, boah, ich habe es immer noch drauf. Aber so, ich habe das ja damals sehr intensiv gespielt. Dezember, Januar vor allem. Wie krass tief im Masse-Memory Sachen verankert sind. So, ich habe Spiel gestartet vorhin und dachte so, hä, wie, es war nochmal Shortkey für Dorfbewohner? Und dann Loading-Screen zu Ende, HQ, HQ, HQ. Und ich so, das ist halt echt sick. Brains sind sick. Human Science, Alter, versteht ihr das? So. Wie kam das Showmatch mit Viper zustande? Über Nili. Irgendwer aus seiner Community hatte, glaube ich, das angeboten. Das ist öfter so ein Ding, oder? Dass Leute, also generell, Age of Empires ist sehr, sehr Community-betrieben. Mussten wir jahrelang sein, ja. Ja, true, ja. True. Und deswegen ist es so halbwegs normal, sage ich mal, dass Leute aus der Community halt, ja, Preispool anbieten und man dann halt Showmatches, Cups oder sonst was stattfinden lässt. Nicht nur. Aber sowas ist auf jeden Fall gängige Praxis, oder? Laber ich scheiße. Ja, doch. Bei uns auf jeden Fall, ja. Oh, Völkerwahl ist richtig schwierig. So, dunkler Wald. Na komm, Mauern, ja. Dunkler Wald. Spielen wir erkundet oder nicht erkundet? Schau dir erstmal den Chat an. Ich habe ihn noch mal ein bisschen zerrissen für dich. Was denn? Ach so. Ja. Also, I don't mean you're trolling last game, huh? Because I mean the scout you never play. Okay.
Okay. Bestimmt er hier also die Regeln? Ich bin erkundet. Naja, es ist halt schon 2 gegen 1. Wir haben jetzt schon eine Menge dafür gemacht, dass es halt... Ja, also wir können ja einfach die Regeln super ist gut okay. für uns auslegen. Ist okay. Und dann ist es halt gar keine Chance, ne? Dann ist es immer 3. Ja, true. Ist okay. Hat man eben schon sehr gut gesehen, also... Was würdest du sagen, war das größte Problem bei der ersten Map? Weil, ich meine, selbst wenn ich geboomt hätte noch weiter, also... Ich glaube, ich hätte dich trotzdem einfach... nicht retten können, oder? Nee, war gar nichts. Also du hättest einfach gar keine Armee bauen müssen, aber das Spiel wäre verloren gewesen. Es war einfach strategisch von mir falsch. Ich hätte einfach dir sagen müssen, als ich die Dorfwohner von ihm rausgehen sehe, hätte ich dir sagen müssen, du musst jetzt Truppen bauen. Drei Schichten Steinmauern bauen. Ach so, ja. Ja, der kommt bei mir einfach durch. Das war der Fehler. Ja, okay, also lass uns mal kurz Teambesprechung machen, weil ich bin jetzt auch ein bisschen fickrig. Nice. Dunkler Wald bedeutet Rushen quasi nicht möglich. Wir mauern am Anfang ein. Wann mauere ich ein? Also in welchem Zeitpunkt des Games, wenn ich auf Feudel hochgehe? Naja. Zu spät, ne? Die schicken die ersten 2 Dorfwohner los. Hm. Muss halt ein bisschen schauen, wie... Ja, wäre die safe Variante, bin ich ehrlich. Und ja, Zeit ist halt hier... Weiß halt nicht genau, was für ein Volk gut ist, gegen ihn, um ehrlich zu sein. Meinst du, ich könnte Briten spielen? Ich glaube, ich möchte Briten haben für Moorland. Mhm. Aber bisher kam auch nie in Castle Age so richtig. Moorland. Das sind halt auch alles, also Dunkler Wald habe ich wenigstens schon mal gespielt. Ja, Moorland habe ich auch noch nie gespielt. Krass. Was könnte ich anbieten? Ich glaube, ab einem gewissen Punkt ist auch egal. Khmer tatsächlich, kann ich ein bisschen. Okay. Azteken. Wobei, Bulgaren. Was hättest du von Byzantinern? Kann ich machen, die können alles. Das ist ja absolute... Die können alles und du kannst halt damit sehr gut supporten, was ich brauche. Ne? Ja. Viper will 1 gegen 1 nach dem Scoutplay. Warum soll ich mich jetzt auf das Niveau von Viper runterlassen? Das verstehe ich nicht. Also, habe ich irgendwie... Was habe ich davon? Das würde ich gern wissen. Ne? Das könnt ihr immer fragen. Was soll ich davon haben? Okay, so Sven, hier unter uns. Ich habe jetzt damit zugetragen, ich weiß nicht, ob du mein Poker-Video kennst, aber ich bin schon eine miese Ratte. Ich habe ihn jetzt in den letzten 30 Minuten sehr hart getriezt. Ich würde wetten, er geht jetzt nur auf mich. Okay. Ja, glaube ich nicht. Okay. Leute, was erzählt er denn so in seinem Stream? Wird er das machen? Ja, das solltest du wirklich nicht fragen, ne? Weil Leute gehen halt immer durch und gehen dann Kommentare. Die haben, also so. Ja, alles gut. Ja. Ich treue nur. So, okay. Ansonsten Dunkler Wald, sprich Castle Rush, richtig? Nee, ja, müssen wir schauen. Wenn komplett gemauert ist, ist es wirklich eher sogar geh nach imperiales Zeitalter. Oh, okay. Ja, gut, aber boom. Genau. Ja, erstmal schauen, wie wir mauern können. Ja. Okay. Na gut. Ich habe jetzt Kelten gespielt. Ich vermute, dass er Briten spielt, um ehrlich zu sein. Dann spam ich ihn einfach mit Schrott zu. Ja, genau. Das ist so mein Traum. Skirms, Scouts. Ich kann das. Genau, ich kann das. Skirms hinten Was drauf. Ist los mit dir? Ach so. Wieso? Ist doch alles gut. Ich komme für dich. Süß. Okay. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir hier die richtige Strategie wählen. Aber passiert. Wir können auch noch mal pausieren und uns zurückziehen in die Kabine. Und er spielt wirklich Briten, ja, wie ich gedacht habe. Okay. Ja, wo ist er? Dann versuch mal hier zu mauern. Schick mal direkt 2 Dorfwohner vor, ganz ehrlich. Mhm. 2, okay. Ja. Und mach Webstuhl. Mhm. Genau, dann sag mal, wo er hingeht, was er macht. Weil wir versuchen jetzt, also wenn du hier eine Mauer hinkriegst, haben wir das Spiel gewonnen. Er sieht die Kreuze, ne? Ach so, okay. Ja, das ist mein Fehler. Nili, Mensch. Ja, ich weiß nicht, ob er sie immer noch sieht, um ehrlich zu sein. Ich glaube, er wäre einer, der dann pausieren würde jetzt. Ach so. Ah, okay. Ja, sag ich ja. Okay, dann machen wir Restart, oder? Nee. Passt schon. Ich glaube, Pause ist wegen was anderem. Achso.
Ja, von mir aus. Oh, scheiße. Okay. Hier ist ein Scout. Ja, wie schaut's aus bei dir? Er sollte keinen Speer dort haben. Ja, alles gut. Okay, hast du, wie viel hast du gemauert? Oder hast du? Ich bin dabei gerade. Ich bin dabei. Okay. Ja, Mauer steht. Okay, perfekt. Dann ist jetzt unsere Strategie, einfach das Spiel so lang wie möglich zu ziehen. Ja, ja. Okay, hau ich. Ich würde einen da lassen und dahinter Häuser bauen, oder? Für den Fall. Was meinst du? Nee, bau keine Häuser. Wir wollen da später Steinmauern hinter haben. Ja, aber falls er jetzt hier Militia Rush oder so macht und mit Turm rüber oder so eine Faxen. Kann er nicht machen. Okay. Genau, also wenn du da einmal Palisade komplett zu hast. Ja, hab ich. Nicht nochmal zwei. Wo? X mal wo? Da, wo du gepinkt hast. Genau da. Hier vorne. Ja. Ne, ein bisschen weiter hin. Ein bisschen, ein Token weiter hin. Ja. So fünf Felder dann weiter hin. Oh, hier ist ein Scout. Sehr, sehr hart für ihn, glaube ich. Habe so einen Scout, okay, ich bin dran. Ja, nördlich, hier. Er fightet mich. Er geht High Ground. Okay. Aber ich bin ja nicht dumm. Bin um die Ecke. Ja. Nice. X weiter? Ja, genau da. Also ich sehe ihn. Ah, nee, High Ground kann ich auch. Viperline. So, jetzt kommt das Gigaplay. Pass mal auf. Mauerst du, oder was? Genau, dreh nicht durch, dreh nicht durch. Wir töten ihn eh. Wir töten ihn eh. Okay, ich hab durchgedreht. Ja, aber. Du konntest aber nicht auf dein Spiel. Ja. Ja, ich wollte auch nur mal ein bisschen zeigen, was ich kann. Ich glaube, der denkt, ich bin kacke. So. Okay. Geht ja auch ein bisschen darum zu flexen in so einem Showmatch. Okay, sehr gut. Wo sind deine Dorfwohner von da vorne? Wieder hinten in der Base. Okay. Ja. Puh, ganz ehrlich, lass mal beide mit den Scouts hier raus und versuchen wir mal zu erkunden, was er so macht. Ist das also nicht ein bisschen cocky? Ja, ist es, aber er kann ja nichts dagegen machen. Also er hat ja keinen Speer. Mhm. Na gut, dann mache ich jetzt mal auf. Genau. Ja, genau. Nicht. Also so, ich will Mauer dann einfach wieder dahinter mit einer Palisade. Ja. Und das einfach eher zum später schauen, was er so macht. Ja. Genau. Und du kannst einfach hier patrouillieren. Das ist schon, reicht schon alles. Ich versuche irgendwie weiter hinten Informationen zu sammeln. Oh, mein Scout ist, glaube ich, tot. Hast du in sein Dorf dann geschickt, was? Oh Gott, hier, Max. Ja. Okay, passiert. Nein. Das kann man so gut hardcutten. Ist das nicht cocky? Bitte patrouillier da nur, tot. und zwar. Genau, hast du jetzt wieder zugemacht? Oder ist dein Dorf da? Ja, auf dem Weg. Versuch noch weiter vorne zu mauern, ganz ehrlich. Dann gewinnst du noch ein paar Felder. Okay. Okay. Und schick mal die letzten beiden Dorfwohner im dunklen Zeitalter auf Stein. Mhm. Und dann hätte ich hier gerne einfach so 10 Schichten Steinmauern. Weil ganz ehrlich, wenn er uns in Ritterzeit nicht bricht, kann er es nicht gewinnen. Okay, ich habe jetzt genau da, wo du vorhin gepinkt hast, nochmal zugebaut. Nur für, also ich, du kennst ihn ja schon ein bisschen besser, ne? Ja. Ist so ein bisschen Smack-Talk cool für ihn oder ist das schon wo er triggert? Okay, weil wenn er das scheiße findet, dann mache ich das natürlich nicht. Er genießt das sehr. Okay, cool. Hätte ich vielleicht eher fragen sollen.
Ja. Weil ich hätte dich schon, also wenn ich gewusst hätte, dass er dann Blümchen ist, hätte ich dir schon vorher deine Grenzen aufgezeigt. Nett. So. Er mauert jetzt auch so ein bisschen dahinter. Wo ist denn hier der zweite Erd da? Ja, egal, jetzt habe ich wieder genau an die Steine dran gebaut, aber scheiß drauf. Zwei auf Stein, sagst du, ja? Ja, ist okay. Ja. Das ist ja jetzt durch den anfänglichen Stress, ja, aber es geht. Okay. Mache ich jetzt gleich Steinwall dahinter. Genau. Ja, Leute, sorry, ne? Bei mir vielleicht gerade ein bisschen ungewohnt, nur zwischendurch kurz. Kann Sophie nicht auf den Chat eingehen, weil hier wird getryert. Hier geht's um Lilis Ehre. Danke. Buy of Gold. Okay, du hast komplett gemauert dort, ne? Mhm. Achso, ja, ich sehe es gerade. Genau. Steinmauern. Ganz ehrlich, so, er spielt es auch sehr passiv. Mhm. Ich glaube da, wenn du zwei Reihen Stein reichen da total aus. Okay. Oh, er ist jetzt schon Ritterzeit. Eieiei. Ist natürlich ordentlich, ah, ne? Fällt mir nicht. Ja, also bei mir ist alles noch sehr durcheinander, aber ich weiß ungefähr, wie ich es machen muss. Nur, das ist jetzt natürlich nicht... Noch ja, ja, bin dabei. Ist natürlich jetzt nicht alles hier flawless nach Item, nach Build Order, aber ja. Passiert. So, die kann ich jetzt auch mal abziehen. Du brauchst jetzt keinen mehr auf Gold, sobald du abgeklickt hast, ne? Mhm.
Und den Dorf von vorne kannst du auch zurückziehen. Eigentlich auch 10 auf. Ich habe nicht mal 10 auf Holz. Das ist so bad, Alter. Okay, aber alles cool. Okay. Ja. Jetzt muss ich echt anziehen. Warte mal, ich könnte mal Nahrung kaufen. Zack. So, jetzt klicke ich hoch. Mein Gott. Okay. Kein Problem, kein Problem. Ganz konzentriert weiterspielen. Kurz Überblick verschaffen. Also, ich hole mir gleich. Jetzt brauchst du theoretisch keinen mehr auf Gold. TCs, ja. Schick viel auf Holz, Nahrung. Ja. Gleich, wenn du Ritterzeit kommst, droppst du 2, am besten sogar 3 Dorfzentren. Ja. Genau, schau, dass du Holz- und Nahrungsupgrade machst. Mhm. Ja, das habe ich schon. Okay, gut. Achso, Nahrung. Oh, gut, dass du sagst. So, und dann Byzantiner. Ja, dann gucke ich mal, wie es dann ist. Ja, du gehst einfach auf wahrscheinlich massiv Plänkler. Mhm. Was ich jetzt denke, was er Strategie spielen wird, er wird hier Bogen bauen und mit Treeworken versuchen, sich irgendwie hier so durchzukacken. Das ist so das, was ich denke, was er spielen wird. Weil er kommt ja an sich und durch unsere Mauern. Ach nee, er kann auch Onager bauen. Stimmt. Okay. Hier und hier. So. Sehr gut, trotzdem drin laufen. Wie waren nochmal? Wenn du noch Stein hast, bauen ein viertes, wenn du kannst. Mhm. Bisschen so aus, als könntest du ein paar mehr Farmen gebrauchen. Ja, da würde ich jetzt nachlegen. Nur eben hatte ich noch sehr doll Holzprobleme. Ja, perfekt. Presto. Ja, mein dich damit. Ich soll pressen.
Häuser, scheiße. Ah, gerade noch so dran gedacht. Das war aber knapp. Gerade. Versuch mal einen Außenposten hier zu bauen, wenn du kannst. Mhm. So, eine Reliquie habe ich. Ja, Reliquien sind nicht so wichtig, wir können ja handeln. Ja. Genau, Außenpost mit einem Dorf und er reicht komplett. Ja, ich wollte da noch einen TC bauen direkt. Oh, das ist. Ist das gewagt? Ziemlich aggressiv, glaube ich. Ja, ja, okay. Baut lieber hier. Okay, ja. Was meinst du damit aus dem Posten? Ich dachte, ich mache da so eine eigene. Das ist so ein Gebäude, was ganz viel Sichtweite hat. Ach. Unter Militärgebäude. Ach, namentlich Außenposten. Okay. Na, genau, ja. Ja. So, jetzt beginnt die Action langsam, wa? Ja, genau, er wird hier mit Langbogenschützen kommen. Das heißt, du versuchst jetzt langsam eben zu kommen und dann versuchst du auch nochmal hier so CGs an Lagen zu bauen, wenn du kannst. Mhm. Achso. Also er greift jetzt bei mir an. Mhm. Aber das ist ja alles wie geplant. Genau, hier darfst du das brauchst du nicht mehr bauen. Okay. Du willst ja dich nicht von mir abtrennen. Ja. So, ich gehe jetzt Imp. Sehr gut. Okay, wie gehe ich da vor? Ich will jetzt ja nicht doof aufmachen und dann überrennt er mich auf einmal. Ich warte, bis er bei dir richtig Stress macht und dann lege ich los. Ja schon gut. Okay, Stress. Ja. Okay. Genau, bau mal hier so ein paar weitere Außenposten. Ah, da kommt er schon durch. Okay. Ja, okay, dann muss ich jetzt aggressiv spielen. Genau, wenn du hier einfach Plankler baust, ist dann die Welt in Ordnung. Okay.
Also hier schießt man lang, bitte. Nicht bei dir, nicht bei... Oh, nee, genau, du baust falsche Katapulte. Die können nicht, die kommen da nicht durch. Okay, soll ich die Mauer einfach einreißen? Ja, genau. Ja, genau. Und dann greift er an. Ja, ist okay. Aber ansonsten Schießanlagen hier bauen wäre das Richtige gewesen. Ich sehe dein hier bauen nicht, dein Kreuz nicht. Hier, in meiner Basis. Ach so, Schießanlagen bei dir bauen. Ach so, okay. Genau. Ich brauche halt deinen Planker-Support, deswegen haben wir dein, okay. dein Volk gewählt. Soll ich die dann zu dir schicken, die ich jetzt pump, oder einfach bei ihm rein? Die kannst du noch bei dir bei ihm rein, aber danach bitte nur noch... Ja, dann komme ich jetzt zu dir. Ja. Gut. Sorry. Können ja nicht durch. Ja? Genau, alle Upgrades machen bitte für die Plankler. Da fehlt noch Angriffsupgrade in Chemie. Ja. Kommt. Ich würde jetzt hier mit Trieböcken parallel Stress machen. Sehr gut. Okay, Plankler kommt zu dir. Okay, Plänkler sind jetzt da. Soll ich da Stress machen oder sammle ich noch? Da kannst du eigentlich drauf gehen. Ja, wegen dem Onaga oder was das ist. Ah ja, genau. Ja, bleib einfach ein bisschen noch entfernt von ihm. Ich kann ja gucken, dass ich... Ja, einer down. Ja, das Problem ist echt dieses Drecksding da. Ja, ich versuche dagegen zu bauen. Okay, drauf. Okay, komme. Sind da noch, ist da sein Ding noch da? Wahrscheinlich müsste ein Onaga drauf sein, aber den versuche ich jetzt zu fokussen. Oh shit, er schießt in Lauf, das ist natürlich... Okay, der ist weg, dann kannst du drauf. Ja. Dann bau mal einen Markt da unten, bitte. Mhm. Aufpassen? Ja, sorry. Okay, egal, von denen habe ich genug. Na, du hast alle Upgrades gemacht, sehr gut. Genau, bau vielleicht nichts bei dir, sondern einfach alles hier hin. Ja, ich hab's mir jetzt auch gedacht. Okay. Ich werde hier jetzt einfach wieder zumachen und die Triböcke zu dir schicken und alles, was ich hab. Aber es ist das Sinnvollste. Ja. Er will jetzt bei mir, glaube ich, Stress machen. Ja, eventuell. Ah, oh, nee, alles gut. Ja,
Okay, er greift hier unten wieder an bei dir. Er baut richtig viele. Hä? Was schießt denn auf mich? Reißt der Meere ab? Krass, der killt Meere. Ja, ja, der macht schon Flächenschaden. Das, ach so, das ist ein Upgrade bei denen. Ja. Okay, handeln, wenn du kannst. Mhm. Wo ist dein Markt? Ach, da außen. Ich sehe ihn. Ja, hier oben. Ja. Ja. Er kann halt auch nicht ewig Gold haben, ne? Ja, ich habe jetzt hier zwei Triebböcke, damit würde ich ja jetzt seine Burg da angreifen. Ja, finde ich sehr, sehr gut. Also ich würde hier unten in der Mitte einfach weiter Stress machen. Ja, genau. Und da einfach hier massiv Plankler und ja. Wir sind sehr, sehr gut aufgestellt. Ich werde ihn jetzt hier ein bisschen abfucken mit Scouts. Ich renne da jetzt rein. Ja, perfekt. Er baut hier in der Mitte auch ein bisschen was zum Abfucken. Okay, Burg ist weg. Wir hier aufpassen ein bisschen. Ja. Hat gut aus, Henno. Ja, ich bin hinten bei ihm drin. Sehr gut. Da könnt die Armee noch ein bisschen nutzen. Ja. Ja, das Ding ist, er hat halt kein Gold mehr, ne? Es ist ein bisschen eklig. Ja, ja. Also er kann halt legit nichts mehr machen. Naja, ich glaube, er hat einfach falsche Strategie gespielt, aber lass erstmal nach Hause fahren und dann ihn kritisieren. Genau, du kannst unten jetzt die Reliquie holen, die bei dir in der Ecke frei geworden ist. Ja. Schuss. Ja, da ist das Ding. Da ist mal gut was draufgegangen bei ihm. Aber ja, nicht so entscheidend. Aber trotzdem ich habe ihn seine ganze Eco weggebumst. Ja, ja, schaut sehr, sehr gut aus für uns. Der hat nicht mehr viel, der Kollege. Oh, lol. Das ist meine Schmiede hier. Da kann ich auch noch ein paar Upgrades pumpen. Hätte ich die Nahrung. Ich habe ultra viel Holz. Holy shit. Das schmeckt. Okay. Genau. Ein bisschen zum Erliegen gekommen. Neu gruppieren. Mhm. Genau. Hier vielleicht mal so ein, zwei Triebwerke, wenn du kannst. Ja. Ansonsten können wir auch einfach hier einfach in der Gruppe einfach alles in der Mitte sammeln. Ja, ich werde da weiter mit auch Scouts ihn abfacken. Unten. Und ansonsten sammle ich jetzt ein bisschen in der Mitte. Und werde ich jetzt auch ein, zwei Triebwerke bauen, damit er dann seine Burgen verliert. Genau, weiter schön Plänkler bauen, machst du gut. Bisschen neu gruppieren hier. Ja. Ja.
Okay, jetzt will er hier mit Scouts was reißen. Okay, wieder ein bisschen zurück. Mhm. Auf den Hügel, weiter Plankler bauen. Ja. Genau, Schmiede-Upgrades wären ganz gut für dich. Komm schon. Also, habe ich auf dem Schirm. Ich habe super viel Gold, holy shit. Ey, bau mal auch ein paar helle Barden, wenn du kannst. Mhm. Aber wenn in der Mitte, da müssen wir uns ein bisschen neu formieren. Ich gehe jetzt hier mit ein paar Triebböcken auf seine. Sehr, sehr gut. Genau, Husare da hinten hin. Das gefällt mir sehr gut. Mal hier aufpassen, dass du da nicht. Er kommt hier ziemlich durch und trifft hier gerade auf unsere Marktkarren. Genau, ich versuch da Sachen hinzuschicken. Einfach weiter Plänkler bauen. Mhm. Und vielleicht ein paar Heile Baden dort auch. Husare sind auch gut gerade. Ja, eine Burg ist weg. Sehr schön. Ja, deswegen, er hat sich auch hier ein bisschen zurückgezogen. Ja, er kommt jetzt hier hin. Okay, er hat hier sehr viele... Ja... Budget, da ist das Ding. Nice. Ei, 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 ei. Boah. Sehr gut gespielt, Hanno. Danke, du auch. Puh. Ich glaube, es war einfach strategisch nicht so prall von ihm. Ja, ich glaube, er wollte halt einen wegrushen, aber du hast halt brillant antizipiert, was er machen wird, nämlich, dass er sich da durchbuddelt. Nennt der Abiturient antizipieren. Hm. Ja, auf der Map ist halt eklig, ne? Wenn Gold weg ist und du bist allein und musst gegen zwei. Gut, dann schreibe ich hier auch nochmal GG. Oh ja. Mensch, ich habe eine Herausforderung abgeschlossen. Ich habe nämlich einen Handkarren entwickelt. Und jetzt habe ich ein neues Profilbild, ja. Von so einer Troller mit Blumenstrauß. Das ist ganz cool. Okay. Boah. Okay, jetzt holen wir das Ding nach Hause. Einfach reingeschippt. Hier, Moorland und Mongolei. Dazwischen kann er jetzt wählen. So, ich glaube, ich muss hier aber Ingame-Sound ein bisschen lauter machen. Boah, was ist die nächste Map? Wissen wir das schon? Er darf wählen zwischen Moorland und Mongolei. Okay, Mongolei kann ich sogar. Ja, Moorland wird sehr, sehr wild. Man startet ohne Dorfzentrum mit einer Mühle und einem Turm. Ich habe heute zum ersten Mal die Karte gesehen.
Ist die neu oder woher kommt das? Ich glaube, die wurde mit Definitive Edition hinzugefügt. Aber. Ja. Okay. Ich habe sie ja, wurde noch nie gespielt. Also, es war auch der Sponsor meinte auch, er würde gerne ein paar Karten sehen, die untypisch sind. Ja. Ja, Leute, generell, also vielleicht auch an die Mods, so wenn. Ich habe kein Problem damit, wenn ihr von Viper den Mixer-Link mal postet. Wenn Leute fragen. Ja, man muss sie aber auch mal ganz klar sagen, ne? Viper ist ein arschguter Spieler, aber allein in Age of Empires gegen zwei ran zu müssen, ist schon krass. So an sich, 2v1, weil es geht halt nur um Ressourcen und wer schneller und überhaupt und bla. Und es ist einfach doppelte Manpower, ne? Und Neely ist ja auch nicht scheiße, ne? Also Neely ist ja auch arschgut. Das heißt, was ihr gerade nur seht, ist mein Krüppel-Gameplay und dann irgendwie gewinne ich gegen den weltbesten Spieler, so ist es nicht. Neely ist da quasi ja, so ein bisschen wie als in Moria der Höhlentroll durch die Tür ballert, ja. Neely ist quasi Boromir ganz vorne an der Tür und ich bin hin, Gandalf und creme mir erstmal die Falten ein und so und dann, und dann irgendwann geht's halt mal los. Oder Pippin mit der Bratpfanne. Genau, oder das bin ich. Genau. Aber irgendwann habe ich halt den Dreh raus mit der Bratpfanne. Ja, ich glaube, jetzt habe ich den Dreh raus. Ah. Holy shit. Hier ist gerade ein bisschen Jakobs Krönung. Na gut. Dafür gibt es ja Waschmaschine, ne? Sam war das mit der Pfanne? Echt? Sam. Ah, okay. Ja, glaube ich auch. Ich, glaub, ja. Ich war mir auch nicht so sicher. Einfach einer dieser Hobbits, ja, hör mal. Naja, alle für die gleichen. Okay. Ich habe eine Einladung geschickt. Krass. Ich wollte gerade fragen, ob du schon eine geschickt hast. Dann habe ich sie wieder verpasst. Tut mir leid. So, Matchball. Erster Matchball. Kannst du mir nochmal schicken, bitte? Okay. Warum lassen die das überhaupt ausgrauen? Ich verstehe das nicht. So. Wenn du eigentlich sagst, du bist Platz 34 der Welt oder 32, gehst du dann nach One-on-One-Ladder oder nach so was aktuell durch Cups oder Events so? Ja, halt so eine Mischung aus. Okay. Turniere, wie die Ranking werden, wie man so performt hat. Ja. Mongolia. Nice. Okay. Das war das, wo man ohne Dorfzentrum startet, richtig? Nee. Das ist Nomade. Ach ja. Ah. Mongolei ist wirklich sehr ähnlich zu Arabien. Okay. Also sollte ganz gut für uns sein. Es gibt halt mehr Klippen. Das heißt, man kann einfacher mauern. Glaube, wieder einfach sehr aggressiv spielen könnte klug sein. Also Scout Rush, sagst du, ja? Es ist das, was ich am besten kann. Ich sag, wie es ist. Aber ja. Ja, dann mach einen Scout Rush. Ja, du kannst ja Archer hin. Hektisch bei Minute 12 schreie so: Nee, doch, Fastcastle. Fastcastle! So im Hintergrund ein MG-Feuer von Viper. Okay. Ja, was spiele ich denn dann? Franken würde ich spielen. Ups. Ja, Franken gefällt mir gut. Ja. Okay, also, kurzer Zwischenstand, es steht 2-1, Neely und ich kämpfen gegen den besten Age of Empires Spieler der Welt, Neely ist der 32 oder 34 Beste, und ich bin ich, sagen wir so, und genau, steht 2-1, sprich, im Best of 5, was wir gerade spielen, ist das jetzt der erste Matchball. Spielen Mongolia, Mongolei, whatever, bisschen wie Arabien, also so ein bisschen sehr standardmäßig, bisschen mehr Klippen, ja. Genau. Und falls ihr zu Viper wollt, dann ab und zu postet ein Mod hier einen Mixer-Link. Und mit Neely haben wir eh Squad-Stream. Das ist eine Sache. Puh. Ich habe mal Maya genommen. Ich glaube, ich werde wieder Man-at-Arms am Anfang spielen und danach auf Archer kommen. Wenn die Karte sehr defensiv ist, spiele ich vielleicht einfach
Ja, ich. Cool. Mir kommt gerade eine Idee. Sag mal, haben die den Inka Tower Rush rausgemacht? Nee, der ist immer noch genauso stark. Können wir zu zweit machen? Dass ich Inka. Nee, wir beide. Ach nee, geht ja gar nicht. Ah, und du Scouts spielst. Geht ja gar nicht. Nee. Sorry, ich hatte vergessen, dass wir nicht die gleichen Völker. Naja. Ja, komm, wir machen das jetzt einfach, ne? Komm, ich mach auch mal ready. Ab geht die Luzi. Push dich. Let's go. Ich halte meine Fresse. Er spielt Malia. Okay. Ah, erkundet. Achso, ja, klar. Oh, lol. Nee, war nicht gewollt. Nee? Ja. War noch von dunkler Ball drin. Nice. Er schreibt einfach nur nice. Ja, hat halt keiner gesehen, ne? Diesmal verpasse ich die Einladung nicht, sag wie es ist. Nick ich mal jetzt schnell eine rein. Sag mal, ist es, darf ich sagen, wo Viper aktuell wohnt? Also nicht genau, aber Stadt? Das ist ja, bekannt, ist oder? Bekannt. Okay, ja, nicht, dass jetzt hier irgendwas. Warum genau wohnt er in Deutschland, in Leipzig, ne? Er ist zu seiner Freundin gezogen. Ach so, und die ist deutsch? Genau. Die haben sich bei Nidus Apartment Cup 1 kennengelernt. Lol. Romantisch. Jetzt hat er unsere Völker gesehen, ne? Das ist natürlich ein bisschen unlucky. Ja, wir ja seid ja, ja, ja. Ist jetzt nicht ja, so, ja, ja, dass aber er eine Minute mehr Zeit zum Nachdenken hat. Jetzt seine Strategie. Wir warten übrigens auf dich? Nee, ich schreibe gerade noch, sorry. Ach so. Dann. War eh gut, ich habe eh vergessen, Webstuhl zu drücken mit Maya. Ja, das ist natürlich scheiße. Kemalia. Da bin ich ja mal überrascht, dass er die genommen hat. Ja, aber kann man schon gut. Vielleicht hat er was vorbereitet, machen. Ne? Ja, doch, der wird wahrscheinlich nicht nochmal ins Bootcamp gegangen. Wir gingen Head of Blood, klar. Mit Tato und Daud und. Dann Daud musste immer. APM auf 40 cappen. Ja, hat er doch eh, oder? Ist so älter. Ja, der ist wirklich. Das ist Wunder für mich, ne? Ja, ja. Wenn man seinen Stream zuschaut, dass er wirklich zur Weltelite gehört, bei seiner Klickgeschwindigkeit. Krank. Außerdem ist er gar nicht so alt, ne? Naja, was war, 33, 34? Ja. Ich bin auch 32. Ja, aber das nochmal. Ich meine, sein Look and Feel ist halt auch nochmal deutlich älter, finde ich. Weißt du, wie ich meine? Sagen, dass ich nicht reif bin, oder was? Na, das nicht. Aber er sieht halt noch mal ein bisschen mehr als, also, ja. er hatte ein paar halt stressige Matches einfach mehr auf dem Buckel, das sieht man ihm einfach an. Ja, das glaube ich auch. Büscherung. So, ich merke langsam, wie ich jetzt richtig warm bin ich ehrlich. Freut mich sehr. Das ist auch die Ausrede für Spiel Nummer 1 vielleicht. Ach, da, ja. Was hältst du davon? Ja, doch schon. Finde ich gut. Finde ich auch gut. Ne? So. Ach, da oben ist mein zweiter Eber. Mensch, diesmal habe ich auch Eber. Ich habe sie auf dem Schirm. Sag, wie es ist. Zack, da sind noch mehr Schafe. Das löppt hier, der Lachs. Hä, wir waren nochmal einquartieren. Jetzt habe ich den T, ne? Ah, T. Ja. So. Nein!
Oh, ich wollte hier seine Sau klauen und hab's verkackt. Ah, das sind diese Cocky Plays, wo man sich dann ein bisschen lächerlich mitmacht, ne? Wenn die ihm fehlschlagen. Leider nicht nur ein bisschen, ja. Wie so ein Doubt Castle, ne? Ich kenne mich ja aus. Boah, wie er die Fachbegriffe benutzt, Alter. Weißt du hier? So. Ich glaube, so wie er mauert. Ich will's nicht sagen, Henno, aber ich glaube, die Scouts werden nicht viel bringen. Ich glaube, er wird gemauert sein. Dann mach ich die Mauer weg. Ja, oder ich boome. Geh mal auf Ritter. Okay, das kann ich. Okay. Geil, Alter, das Micro. Habt ihr es gesehen, wie die Frau ihn geblockt hat? Okay, ich habe hier seinen Scout geortet. Okay, wo ist der? Der war gerade hier. Ist die Frage, ob okay, wir direkt drauf wollen, oder? Nee, ich bin komplett anders Ende. Okay. Und ich bin auch langsamer als du. Ich habe ja keinen Scout, ich habe ja einen Adlerkrieger. Ach ja, true. Das ist natürlich ärgerlich. Er hat sich komplett gemauert. Okay. Also wirklich, geh erst auf Ritter. Okay. Ah, er baut ein paar Milizen. Hier baut er die. Okay. Dann lasse ich mal nichts anbrennen. Und Mauer auch ein bisschen. Ja, ich schicke da Milizen dagegen. Okay. Weil theoretisch sollte da. Ich würde gar nicht so viel anbrennen. Ja, okay. Okay, sein Scout ist low. Ich würde den jetzt okay. Mal gucken, ob ich den krieg. Okay. Ach nee. Oh, er ist bei mir mit Militia. Okay, X, komm in die Ecke. Mhm. Verteidige dich. Okay, wohin? Wenn du genauer sagst. Ja, genau bei meiner Base quasi. Lass mal kommen. Okay, ich habe aber gemauert. Ja, einen verliere ich jetzt noch, das ist okay. X. Okay, aufpassen, Dorfzentrum müssen alle arbeiten. Mhm. Okay, wo ist er? Oh, ich habe den Hotkey nicht dafür. Ich habe meine Woodcamps alle eingemauert. Alles ist cool. Ich habe alles eingemauert. Er kann hier gar nichts machen. Er wastet komplett Zeit. Okay, ja, ich sehe ihn da noch oben weglaufen. Ja, er hat 3 Militia und 1 Scout. Der Scout ist low. Aber ja, okay. Hier ist alles dicht. Genau, geh du einfach auf seinen Scout. Check gegen die Militia. Mhm. Okay. Der Scout ist ja tot. Okay. Ja, das lief doch gut. Da bin ich sehr stolz tatsächlich auf mich, wie ich das gedefft habe. Normalerweise. Aber jetzt nicht auf zu viel Armee gehen. Ja. Nee, mach ich gar nicht. Okay. Ab wann baut man am besten Handkarren? Handkarren? Das ist das zweite, ne? Meinst du Schubkarren? Ja, Schubkarre. Sorry. Mach's mal als erstes Upgrade, wenn du in die Ritterzeit kommst. Mhm, okay. Okay, der ist auch weg.
Der ist komplett gemauert. Okay, ich gehe auf Federfall schützen. Und dann sollte es für ihn schwierig sein, hier irgendwie einzubrechen. Mhm. Die Schmiede. Aber hier ist gleich noch offen, nehme ich an. Ne, ist es nicht mal. Ja, sorry, ich baue hier ein Tor für dich, dass der raus kann. Ne. Für die Armee brauchst du nicht. Ich such mal, ob ich einen Ausgang finde. Ja, ich habe auf jeden Fall noch nicht dicht. Ganz links unten zum Beispiel. Dann mache ich noch. Ja, dann findet der doch was. Der baut eine Schießanlage hier. Mhm. Zwei Schießanlagen, ja. Okay. Er wird jetzt hart werden. Wie bitte? Ja, es wird hart für dich, alles zu mauern da. Das sind sehr ambitionierte Mauern, die du anstrebst. True. Macht er. Ich kann mir vorstellen, dass er sowas wie einen Siege Tower bauen will. Schon ein bisschen Angst. Ja, er hat auf jeden Fall was vor, ne? Ich boom weiter, ja? Ja, genau. Also du sollst dann möglichst Ritterzeit klicken. Mm, ja, ja, ja. Ich boom mal scheiße. Ein nutzen? Ja. Okay, er kommt jetzt hier mit ein paar Bogenschützen da auch hin. Könnte eklig für dich werden. Okay. Mm, genau, du machst du zu Dars noch auf. Ja. I know. Du hast keine Scouts gebaut, ne? Nee. Okay. Ich mach's jetzt aber mal hier zu. Oh shit. Okay, er ist bei mir, also keine Hektik. Mhm. Ich sag gerade ein bisschen, aber ist nur alles im Rahmen. Alles im Rahmen, alles im Rahmen. Solange wir keinen Schaden nehmen, ja. Ist alles gut für uns. Okay, ja, ich habe verteidigt alles, da ist zu, genau, machst du hier noch und dann bist du erstmal sauber. Ja. Er wird aber bei dir trotzdem gleich reinbrechen können. Ja, ja, aber also, ein bisschen. Genau, keine Illusion. Ja, ja. Ja. Oh nein. Ja, er ist jetzt da. Ist die Frage, ja. Baue ich hier einen Tower? Ja, finde ich okay. Ja. Versuche von hinten ein bisschen zu nerven. Ich mach das ja, super safe. Machst du gut? Noch ein Quartier, wenn du kannst, sofort. Ja.
Der andere Turm geht auch hoch. Sehr schön, sehr schön. Ja, gebumst. Da mache ich mir gar keine Sorgen. F, ne? Ja. Hat er Ballistik gemacht, oder was? Nee. I don't know. Okay, gut, also ich bin jetzt Ritterzeit, ich werde jetzt TCs bauen, was mache ich dann am besten, was meinst du? Genau, einfach boomen und dann auf Ritter kommen. Okay, ah ja, schon Ritter, Mensch. Ich habe aber ein bisschen Alzheimer manchmal. Ah, okay, hat Ballistik gemacht, ja. Noch ein drittes Dorfzentrum, wenn du das leisten kannst. Bin ich gerade dabei. Oh, er kommt ja schon wieder, ne? Siehst du ihn, ne? Ja, ich glaube, ich muss das gewinnen, oder nicht? Nee, hey, nur falls du es nicht gesehen hättest. Ja, genau. Ich glaube, noch. Ich glaube jetzt. Also, bau mal die Stelle da nicht da vorne hin. Ist ein bisschen zu offensiv. Bau jetzt mal lieber eine Waffenschmiede. Okay. Aber nee, ich baue die Waffenschmiede. Ist okay. Ich glaube wirklich, baue noch bei ein paar Dorfzentren. Ja. Aber was ist denn sein Long-Term-Plan? Ich, ja, irgendwie noch passiert da nicht so viel, ne? Also no offense. Aber es ist schwer zu lesen. Und, ja, gut, für mich sowieso. So. Wobei. Hoffen wir auf lange Sicht da zu mauern auch? Ja, das ist eine gute Idee. Ich muss jetzt eher mal wieder ein paar Häuser bauen. Ja, und in der Schmiede willst du die Verteidigungs-Upgrades machen? Mhm. Thank you.
Aufpassen. Sorry. Ja. Okay, ich... Genau, komm mal hier mit hin. Mhm, mach ich gleich. Wohin? Ah ja, da oben. Ich kann da ein bisschen auch mit auf die Bogenschützen gehen. Da mit hin? Ja, perfekt. Lass da drauf komplett? Ja, okay. Du kannst. Okay. Hast du zweite Verteidigung komplett? Nee, warte. Ja, ja, eben, deswegen. Ja. Das dachte ich nämlich auch. Das kommt nämlich erst. Dann warten wir einfach noch so lange. Oh nein. Okay, jetzt wäre ich ready. Okay. Ja, genau. Raider lieber. Geh lieber rein. Okay. Immer hinten auf seine Wirtschaft, ja. Rein einfach durch. Okay, nicht auf die Bogenschützen, ja? Nee. Okay. Bogenschützen, die kann er einfach weg, Mike, von. Wird nicht so lecker. Genau, sehr gut. Weiter Ritter bauen und hier alle hinschicken, wenn du kannst. Mhm. Genau, und weiter Ritter anstatt leichter Kavallerie, wenn du kannst. Ja. Genau, Schema auf hier auf die Mangel. Ja. Okay. Und hinten machst du sehr, sehr gut Schaden. Sehr, sehr gut, Henno. Okay, ist Schrott das Ding. Ja, perfekt. Versuche jetzt rauszukommen, aber da ist jetzt leider nur... Okay, hier ist noch ein bisschen juicy Holzfäller. Okay, scheiß da drauf. Geh dahin mit deinen Rittern, wenn du kannst. Mhm. Schade. Das lief jetzt nicht so gut. War der hier drauf? Okay. Ab jetzt nur noch Ritter, I promise. Okay. Okay, wieder ein bisschen auf den Hügel zurück hier. Okay. Lass dich doch.
Okay, bauen wir eine, ein, zwei Mangen für dich dahin zur Verteidigung. Mangen? Ja, genau. Das sind diese Katapulte, die ganz viel schießen, ne? Ja. Genau, genau. Okay. So, mal schnell so. Da kommt er nämlich. Mhm. Ja, voll rein. Hier ein bisschen wieder was schaffen, machen, wenn du kannst. Ja. Ich komme da mit ein paar dagegen, versuchst du gegen die Mauern vorzugehen einfach. Okay. Nein! Oh, okay. Hm. Was denn? Ja, passt schon, alles gut. Okay. Ah, schön, schön da hinten geklärt. Naja, klar, bin doch kein Amateur. Okay, ja, bis 15 Ritter. Achtung, ja, genau. Ich mach gleich in der Mitte weiter Stress. Jetzt versuchst du mal. Ich mach mal oben eine Burg hier hin. So ein mir was ich würde da eine Burg hin machen, geht das? Ist das cool? Oder ist das scheiße? Hm. Ansonsten bei dir. Da, die gefällt mir auch gut, ja. Da oben, wo ich gepinkt habe? Nicht aggressiv, aber okay. Brauchen wir da einen Markt zu bauen. Okay. Machen wir. Genau, mit den Rittern machen wir hier mal ein bisschen Stress. Mhm. Ja, ich glaube, ich baue doch hier lieber direkt eine Burg, wo du auch in Reichweite bist. Ah, er macht jetzt nochmal einen Tech-Switch. Okay. Na, geh mal den Rittern ruhig mit weiter rein. Mhm. GG, da ist das Ding. Nili, deine Ehre. Sie wurde gerettet. Wurde gerettet. Von dir gecarried. GG. Naja. Was unterhalten da die beiden Türme? Ganz ehrlich? Ja, da wollte ich jemand, auf Nummer sicher gehen. Panikt, verliert er 15 Dorfwohner. Ja, das war perfekt. Ganz ehrlich. Hm. Ich schließe nicht aus, dass das Spiel gewonnen hat. Okay. Dann hast du halt so gut das gehalten. Ich konnte da hinten dran sein mit meinen Federverschützen. Ich ja den Hügel. Und dann hast du halt in Ritterzeit richtig gut raiden können. War mega stark. Aber es ist halt krass, ne? Ich bin so durchschnittlich wahrscheinlich 5 bis 10 Minuten hinter euch. So in der Ritterzeit. Ja, generell. Das passt ja. Ja. Okay. Ja, deswegen haben wir das Match Design. Ja, es hat über Bock gemacht. Nice. Das war auch nice. Cool. Gibt's jetzt noch so ein kleines Wrap-up oder eher nicht? Wir können ihn in Teamspeak holen. Ja, er hat ja die Adresse. Mhm. Deutsch kann er wahrscheinlich nicht gut genug, oder? Nee. Er okay. kann so 50 Wörter vielleicht. Die okay. er aber perfekt benutzt. Perfekt. Ja, also, dachte ich mir schon. Naja. Okay, dann gibt es jetzt hartes Denglisch von mir. Nice. Ja, meine Frisur ist im Urlaub, ja. Ja. Okay. Ja, normalerweise, also ich habe ja schon ziemlich potatoed, aber ich hatte ja immer noch so ein, ne, wie gesagt, Nili ist ja wie so ein Brecher da vorne, wie so ein Wellenbrecher und fängt den ganzen Stress ab. Sprich, selbst nur wenn ich hier Makro machen will, sag ich, das ist schon interessant. Hätte nicht gedacht, dass ihr es gegen Viper schafft. GGWP. Ich konnte es schwer einschätzen, aber mein Gefühl war, dass es einigermaßen even ist. Ich dachte, wir sind Favorit. Mhm. Und umso offener die Karten, umso besser sah es für uns aus, dachte ich. Also ich dachte, dass wir Dunkler Wald am ehesten verlieren. Krass, okay. Dann war Yucatan einfach von mir ziemlich gefailt, strategisch. Und ich dachte, dass wir Zenoten eigentlich immer gewinnen.
Ist ja auch das, was wir eigentlich am klarsten gewonnen haben. Ja. Ja, ja, du kannst natürlich gleich mit Trash Talk ausrasten. Ah ja, alles gut. Okay. Ja, also was ich halt vorhin meinte, gegen zwei ist einfach scheiße schwer. Egal wie viel schwere oder extreme KIs er schon platt gemacht hat alleine. oder wie viele Leute von Rocket Beans, die zählen auch als Bots. Weil das Ding ist einfach, du kannst halt sowas abusen. Ne? Also du stellst halt die, ich glaube Archer Rush hat er ja da viel gemacht, stellst es einfach da vor sein Woodcamp und die KI rennt halt nur hin und her. Da passiert halt gar nichts mehr. Klar, Spaß am Rande mit den Raketenbohnen, ne? Ja, ich weiß ja, ob er das mitbekommt jetzt, was wir im Discord schreiben. Könnt ihr vielleicht mal bei ihm im Chat? Er hat schon Schuhe geschrieben. Ah, okay. Ich glaube, er kommt er. Achso, true. Okay. Ich will jetzt auch nicht forcen, aber ja. Nice. Da ist doch schon einer, der da offen ist. Für. Nice. Er wird mir auf jeden Fall Shit geben für Spiel Nummer 1. Angeblich hat er auf seinem Stream schon gesagt, dass wenn ich verantwortlich bin für die Strategie, die wir im ersten Spiel gespielt haben, dass ich aus Secret rausfliege. Hello. Hello, hello. So, one second, please. Good thing. Muss hier eben nochmal Sound. I give you some volume. Sweet. So. So. How are you? Hi. I'm feeling terrible, man. I lost this match. I will never get over it. I lost to Nili. Doubt will never let this go. Yeah, I feel the as I said, sorry for all the troubles because of my teammate. I mean, it's the wrong settings and the shit he did in match one. Yeah, I know. And also, I mean, I was like so focused in the game, and then he just keeps putting the wrong settings. It keeps throwing me off my game, right? Yeah, true. Like, can't I'm imagine. Channeling all my concentration is channeled into the game the first second, and then wrong settings, it just instantly throws me off. It's a disaster. Okay, so rumors have it that you didn't like my strategy in game one. What do you mean didn't like it? Well, you liked the result. What was the plan, actually? I liked the result. Okay. Yeah, you won. Yeah, it was nice. Okay. No, I mean, you missed Bodkiner over too long. I think with Bodkiner you hold easily. Well, not easily, but you might hold. Okay, okay. Yeah, but I potatoed a lot. I mean, for me, match one was warm-up. I don't know if you noticed, but I didn't play Age of Empires in a while, like for 2 months. And all I did was playing the build order. Yeah, build order scenario. Yeah. For Scout Rush. I could tell. Yeah, game two. Game two. That was actually really so many scouts kept coming. Yeah. In. Yeah, we felt very comfortable for game two. Yeah. Yeah. I understand that. I might have been a little bit confident after with my Saracens pick, but. Still, yeah, those scouts were pain in the ass. What was your plan in the last match? I honestly didn't know exactly what I wanted to do, but I wanted to rush fast castle and maybe try to kill Nili fast. Mm. But Nili, typical lamer, waller, and go for the castle. I was just like, okay. Mm. Even if I don't go for the castle, right? If I have you crossbow... You lamed me, man. I tried to. Yeah, true. Well, no, after what you did in game one to me, I thought I didn't even need to write that we don't lame each other. And then you go so try hard. Nili, listen. I had one turkey outside my wall. It disappeared. I didn't send it to you. I know, but I thought you lamed me. I saw later that the turkey came back to my wall on the other side, which obviously I couldn't know. Why would you send it there instead of leaving it at my wall? I clicked it in. So, I thought maybe you have a hole and then it appears inside and you might spot the hole as well. Oh, so therefore I thought you lamed me, therefore I lamed you. So to be fair, it was your fault. Can we talk about one play you did? So as I mentioned to my chat, you are the best Age of Empires 2 player in the world.
and I felt not very comfortable to play against you, to be honest, because I had Neely on my side. Makes sense. But then I saw one play where you was sending a scout right into my TC, and I was wondering, is it really the Viper, or do you have perhaps a younger brother who played, or what was happening there? Not easy, man. You know, I'm sure you have done the same. Yeah, right? But my it's elo is potato. That doesn't, like, when it comes to losing scout to town center, that happens in every level. Oh, you're sure? Doesn't matter how good you are. That's something you, everyone just accept. This happens, okay? So that's kind of a statement. What, like a Neely Apartments Cup winner or Hidden Cup winner is yes. saying, okay, cool. Yeah, I was just wondering, that's all. Yeah, I can see that. I totally was not sent a clip of the way you reacted after you killed my scout. No, but I feel like I could have, I picked some wrong civs, I feel like. I think so as well. I think so as well. Like, I even thought Britons isn't good, but I thought you would go for Britons. Yeah. That's why I gave Hanno, like, full skirms. I was, like, rationalizing with myself that if I go Celts, I will just be... I thought you could just go Celts yourself, and then Hanno could have a Monk civ and just convert all my siege. I thought, okay, if I go for Celt War, probably will be bad for me long term. But then again, I kind of have to win early. So if I should have gone for Celt War and just tried to, like, insta-push and win right away... Instead of going for the, like, little bit slower. I think you should have gone for Aztecs. Yeah, I was thinking about Aztecs as well. I was really thinking about that. I would have had Lethal Skirms, Champions, Monks, whatnot. Thing is, you were very fast digging through the forest. Yep. But to be honest, that play was very obvious. So I don't know if that was the right decision to play the map. But I needed to get through somehow, right? Mm. I think actually I should have pushed you first. Like, if I pushed you, I would need a little bit less army, and then I could just try to maintain and keep Nili on his side. Mm. And if I could take you out, I would be able to take your resources. Mm. But yeah, obviously it didn't work. True. Yeah. But so I should, that's. But you didn't. Like, I always. Yeah. 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 Correct. Okay. but like, I'm rationalizing with myself afterwards and being like, in hindsight, this what I did doesn't make sense. That was after probably three other games. So all my losses, you know. That works. Well, if I just play Mango Dice and Castle Age, you probably won't do that much in the first game either, right? You mean like if you open Fast Castle, Castle Drop? Yeah. Like defensive castle. But then I have a way better economy than you. No, probably. So that's the question then. No. You cannot do anything with your Mango Dice because my Cumin units are fast. So I think that would be even worse. I think what you did was right. You just needed to wall more and defend better. Just play better. Just play better. So I heard that you were asking for a 1v1. Is that right? Maybe. Well, I watched a clip, as I said, after I lost my scout. Yeah. And I felt very offended. Yeah, can imagine. And, to yourself, and right? Because of your skill cap. Exactly. And then I had to ask for an Einskegen Eins to counterattack the trash talk, you know. I mean, we can do that. And I would offer for a handicap that I play in full armor and only feudal if you want. So perhaps that. That sounds like a great handicap. Okay. I think that could work. Okay. So perhaps that's something you can. You can have in mind for the future. Yeah. I've seen you play in the armor before. It looks very comfortable. It is. And it's not hot inside. And it doesn't hurt on the shoulders at all. Okay. Yeah. Can you please do that in June? High fever? No. Heuschnupfen, Nili? Oh, I have no idea. Allergies. A lot. Well, might as well like make the handicap real. Hay fever, yeah. Yeah, that on top. Yeah, that sounds fair to me. Cool. Yeah. Cool. So, Sirius,
Let's start. To be honest, I had a lot of fun. It was an honor for me to play against you and to have Neely on my side. I think we did a nice show for the viewers. Even if I didn't play a lot of Age of Empires in the past, but I think perhaps we can do this again or a little bit different, perhaps with other guys too. I know a lot of German YouTubers who are also playing Age of Empires on a, not very high level, but having fun, like playing Age of Empires. Perhaps we can mix up a little bit teams, play fun maps, something like that. I don't know. Yeah, sounds good to me. Yeah, cool. Yeah, I had a lot of fun as well. After first game, honestly, I thought, okay, Handlebot, not very impressive. Yeah, that was warm-up. But yeah, after that, like the last game even, when your knights came into my eco, just as I switched to Imperial Age, that kind of threw me completely off. Yeah, so, and also it's tower defense there, right? Yeah, that was perfect. Those that was two towers so up. Annoying. Yeah. I was like, okay, well, I'll just go and kill him. And then, like, perfect defense. Nilly, you would have died if you were in his shoes. I know. Yeah, he perfect defense. Yeah. So, yeah, I was impressed after game one, to be fair. And Nilly, you're Nilly, so that's fine. Yeah, so, yeah it was fun. Hope you guys had fun. I enjoyed it. Yeah, and sorry for my bad England, but... All good. Cool. My German isn't as good as well. Cool. Yeah, I heard that. What? What do you mean? Like 50, you can speak like 50 German words, but very like specific in a very nice way. Genau. Very good organized German 50 words, something like that. Genau. Yeah. Cool. Yeah. Then I think, end my stream right now because I have other stuff to do. I don't know if you... You guys are still streaming now? I will, Okay, cool. Then, sure about... then I will send my viewers to you, Neely. Great. Good stuff. Cool. Pressure, Neely. Uh-oh, need to perform. All right. It was great, guys. I'll see you guys around. Have a good one. Schönen Tag.